Auch schon wieder bei Dragon Age Inquisition. Grüßt euch. Wir sind immer noch für den Drachen hier am Start. Und dann gehen wir rein. Wir versuchen es einfach nochmal. Vielleicht die Pots, die sie verschwenderisch ausballern. Dann wird das schon. Echt krasse Fähigkeiten in der Dude. Da kommt Schlag zu. Jetzt hat er wieder Rüstung an. Die Rüstung geht relativ schnell runter, wenn wir alle draufhauen. Raus, raus, raus! Das killt Cole fast instant, ey. So, das kann es aushalten. Schaden, wir fressen dadurch. Komm, Schlag zu. Kling. Was? Kratzen halt auf. Raus, 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 raus! Shepard! Flip Cole! Ich komm nicht ran gerade. Santa kann es aushalten. Stärkste Fähigkeit ist nichts gehauen. Nützlich. Die Zone ist am Boden. Und die kratzt sich direkt wieder auf. Oh shit. Das passt noch, das passt noch. Alles cool. Hängt der auch noch irgendwo fest hier? Scheiß Rüstung! Oh Leute, ey, das ist ein Fight! Da die Kohle schon wieder und dann sind sie wieder gerettet. Da liegt er wieder. Der recht. Rip! Auf? Ja. Gut. So, das könnte vielleicht mal einen Pott vertragen, würde ich behaupten. Aber es geht noch.
So, das ist jetzt schon wieder tot. Aufstehen! Geschlafen wird nach der Arbeit. Au! Mistau. Der blutet überall, ey. Okay, jetzt kommen die ersten Viecher. Lauft, Leute, raus! Treffe einfach diesen Spell nicht. Wir fristen das gerade. Solus? Ja. Solus erstmal wieder beleben. Dann hauen wir uns jetzt hier ein Port rein. Wir hauen uns jetzt hier kein Port rein. Jetzt hauen wir uns ein Port rein. Warum liegt denn der schon wieder tot am Boden, ey? Es ist doch... Ja, zählt das jetzt, oder? Ja, zählt. Jetzt auch noch ein paar fressen. Dann gehen wir schnell weg hier. Das wäre jetzt echt den geil. Cole steckt immer in Schwierigkeiten. Da kann man keine Rücksicht drauf nehmen. Er liegt! Da liegt! Zumindest Tore erst. Okay, hier gehen wir jetzt wieder hin. Lauf raus, 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 raus! Die Viecher. Die Tatsche wieder. Hier spielt die Musik Cold. Holy shit. Den noch aufheben. Alles cool. Ja, genau. So dachte ich mir das. Nimm einfach einen Pott. Alter, ich hab nicht mehr die Rüstung runtergekriegt bis zur nächsten Phase, ey. Raus, raus, raus! Hier. Ja. Ich muss da irgendeinen noch retzen hier. Ja, super. Komm ich hier ins Haus ran? Halbwegs. Ich bleib bei halbwegs. Ach, Cole ist immer verwundet.
So, das kannst du dir nicht retten jetzt hier schnell. Könnte er, wenn da nicht gerade Shit kommt. So, für alle hier, Kombinationstrank noch reinpfeifen. Letzten Jahr. Ach, wieder Rüstung. Mann, 5000 Leute, ey. Dann gehe ich direkt zum Tor. Ei! Nicht auf mich fokussen hier, das ist scheiße. Raus, raus, raus! Er liegt schon wieder am Boden. Safe, alles klar. Rüstung. Vielleicht noch mal Solus retten? Alter, das ist so übelst ätzend. Okay, 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 ich bin raus. Okay, Cassandra, du rettest jetzt mal. Ah ja, taktische Ansicht, keine Ahnung. Wiederbeleben. Dann gehst du noch den wiederbeleben. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ah, Cole wiederbeleben. Ja, genau. Sandra. Soll ich wiederbeleben. K.
Cassandra immer noch Solis wiederbeleben. Nee, 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 sollte nicht. Kriegen könnte. Ne, Rip. Ach, der ist noch zu stark. Scheiße. Okay, Leute. Wir versuchen es später nochmal. Wir kommen später nochmal wieder und dann machen wir den weg. Der ist einfach noch ein bisschen zu stark gerade. Cole ist einfach ein Lappen. Der liegt einfach tausendmal am Boden. So, wo gehen wir jetzt hin? Schmuggelbriefe. Der Tarnentempel haben wir durch. An der Sturmküste gefunden, Artefakte. Wir könnten die Artefakte noch suchen. Schlagende Partie. Also die Weltkarte, um nach Kehr Oswin zu reisen. Okay, dann gehen wir da hin. Cassandra, Cole, Solis. Ja, manchmal habe ich so das Gefühl, dass der. Weiß ich nicht, der Cole liegt nur am Boden, wirklich nur. Gerade bei den Fight, ey, wie oft er da. Ach, Mann. Schade. Echt schade. Er hat ihn gern geplättet. Viel hat er ja nicht mehr gehabt, ey. Aber ich muss dann irgendwann nur noch auf die Viecher gehen, nur noch auf die Ads, obwohl die eigentlich nichts können. Das Schloss. Was ist denn? Okay. Ach hier. Was sind wir denn jetzt hier? Kehr Oswin. Wie sonderbar, dass uns die Spur hierher geführt hat. Ben Lauren ist ein frommer, bescheidener Mann. Wo hat er sich da nur hineinziehen lassen? Er ist womöglich auch nur ein Opfer. Finden wir heraus, was uns drinnen erwartet. Erstmal gibt's hier Säcke zu plündern. Mit Elfenwurzel, das ist doch schön. Na, gucken wir mal. Gibt's auch noch was? Schon mal Feinde. Das war schon wieder Low Level. Boah, das ist zum Glück überhaupt nicht Hellgrad gewesen. Kerkerschlüssel. Verheißer. Ich hätte es wissen müssen. Der Orden der flammenden Verheißung ist ein Kult mit seltsamen Ansichten über die Sucher. Seine Mitglieder jagen uns seit Jahrhunderten. Besteht die Möglichkeit, mit ihnen zu verhandeln? Sie sind Fanatiker, besessen von jeglicher verbotener Magie, die sie zu wahren Suchern machen könnte. Nun, das alles erklärt zwar, warum die Sucher hier sein könnten, allerdings nicht die Verbindung zu Korypheus. Ich habe einen Kerkerschlüssel gefunden. Toter Sucher. Ein Sucher. Wurde er zu Tode gefoltert? Die Verheißer werden dafür bezahlen. Messianischer Löwenschild. Die ist so dunkel. Alter Falter. Man sieht echt gar nichts. Also wirklich null. Hier wird es jetzt wieder heller.
Da müssen wir. Ja, gehen wir mal. Hallo. Hat jetzt hier geblockt? Die blocken? Das ist frech. Das ist echt frech, wenn die hier rumblocken. So, das ist RIP. Rufschlüssel. Da die Sucher der Wahrheit gegen die Wirkung des roten Lyriums resistent sind, hielt es der Älteste für angemessen, sie in eure Obhut zu geben. Folgt eurer Bestimmung und wisset, dass der Älteste im Gegenzug eure Ergebenheit erwartet. Unterzeichnet von Lord Samson, Kommandant der Roten Templer. Erkennt Korypheus nicht, dass die Verheißer das Ende der Welt wollen? Welchen Nutzen haben sie für ihn? Er hat die Suche verkauft. Er wird sie vorher verraten. Sie gehören zusammen. Also hat Korypheus die Suche an diese Kultisten verkauft? Und die haben die Chance natürlich beim Schopf gepackt. Aber das erklärt nicht, wie er die Sucher gefangen nehmen konnte oder was mit ihnen geschehen ist. Suchen wir weiter. Warum sind Sucher resistent? Ihr seid besorgt? Das will ich wissen. Ihr klingt besorgt. Das bin ich. Die Sucher sind meine Familie. Okay, dann suchen wir weiter. Kann ich hier... Das kann ich mal aussuchen, wir uns in dem Gebiet, ey. Psst. Gibt's hier noch was zu holen? Ja. Feuerrad. Tiefenpilze und Feuerrad. Das Übliche. Wenn ich mir so die Leichen angucke, könnte das schon wieder auf Drachen schließen, aber ich glaube, hier an der Burg ist absolut kein Drache. Also, hab ich das mal genug. Der hat mich. Hart zerfickt. So, gucken wir mal, was hier ist. Dasselbe. Angriffsklinge. Dammwolle Blutlotus. Und ansteckender Stab. Haben wir das, glaube ich, abgesucht? Dann gehen wir jetzt da hoch. Hier ist noch eine Scheune. Ne? Beschädigte Haras. So. Jetzt aber hoch, ja. Gucken, was das für ein ganzer Wahnsinn hier soll. Aufmachen! Platz jetzt hier. Komm, schlag zu hier, gibt's einen Konter. Waren das alle? Ist noch eine Kiste. Drache ist jetzt bisher der einzige Gegner, der uns noch zu schaffen macht. Ja? Buch. Könnt ihr euch gern durchlesen? So. Hier ist ein Thron. Ist hier ein Thron? Geil. Ach ja, ist ja ein Schloss. Natürlich ist hier ein Thron. Was gibt's hier noch? Kiste. Nicht zwei Kisten. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Das nehmen wir auch mit. Zählt die Truhe hinten auch? Nee.
Dann verziehen wir zuerst mal. Auf der anderen Seite gab es auch noch was, ne? Daniel! Daniel, könnt ihr mich hören? Ach du Scheiße. Cassandra? Ihr seid es tatsächlich. Ihr lebt. Genau wie ihr. Ich bin so froh, dass ich euch gefunden habe. Nein, Sie haben einen Dämon in mich gepflanzt. Er zerreißt mich. Was? Ihr könnt nicht besessen sein. Das ist unmöglich. Ich bin nicht besessen. Sie haben mir Dinge eingeflößt. Ich kann fühlen, wie er wächst. Sie werden dafür bezahlen. Das ist grauenhaft. Warum sollten Sie das tun? Können wir ihm helfen? Können wir irgendetwas tun? Ich weiß es nicht. Dieses Ding in seinem Inneren. Der Lordsucher. Ihr müsst ihn finden. Natürlich werden wir ihn finden. Wenn er noch am Leben ist, werden wir... Lucius hat uns verraten, Cassandra. Er hat uns hierher geschickt. Einen nach dem anderen. Auf eine wichtige Mission, hat er gesagt. Nichts als Lügen. Er war die ganze Zeit über mit ihnen hier. Er arbeitet noch immer mit ihnen zusammen. Wir sind ihm begegnet. Es tut mir so leid. Kann das wahr sein? Er ist ein toter Mann. Aber wir sind Lordsucher Lucius in Val Royeaux begegnet. Er kann also nicht hier gewesen sein. Das war nicht er. Es war ein Dämon, der sich als er ausgegeben hat. Was? Wie kann das sein? Der Lordsucher hat es zugelassen. Er hat es dem Dämon gestattet, das Kommando zu übernehmen, während er selbst... hierher gekommen ist. Cassandra. Das ist jetzt nicht die Zeit für Mitgefühl. Wartet. Lasst mich nicht so zurück. Bitte. Ihr hättet mit mir kommen sollen. Ihr habt ebenso wenig an den Krieg geglaubt wie ich. Ihr kennt mich doch. Ich wollte diese Beförderung. Begebt euch an die Seite des Erbauers, Daniel. Er wird euch willkommen heißen. Die liegt hier jetzt um. Er war mein Schüler. Und der großartigste junge Mann, dem ich je begegnet bin. Lasst uns Lord Sucher Lucius aufspüren. Kurzhand weggeschnippelt, den Boy. Naja. Man konnte wohl nichts mehr für ihn tun. Ich sehe ja echt gar nichts, ey. Es ist so dunkel. Das sind zwei Sachen, ja. So, das nehme ich mit. Und das nehme ich auch noch mit. Ja, wir haben noch ein bisschen Platz. Passt schon. Könnt ihr mal gucken. Jo. Manche Sachen kann man kaputt machen, manche nicht. Ah, ist auch manchmal komisch. So, dann gehen wir mal da hoch, ja. Lordsucher Sams. Ne, das ist Lordsucher Lucius. Dann wissen wir doch, wie der Feind heißt. Bisschen Level ab. Charakterbogen. 21. Ist ein Ries oder so? Nee. Ja, nicht so was Interessantes. Was macht das hier überhaupt, wenn du Lodan der Zorn enden? So, je mehr Gegner in deiner Nähe sind, desto härter und erbitterter kämpfst du. Schadensreduzierung, so. Anwenden. Zack. Sandra. Kriegt. Was kriegt die denn? Kriegt das hier. Kräfte sind mit. Zack. Bowl kriegt hier Geschicklichkeit bei Freischaltung. Nimm das mal. Hat er schon. Alles Todes hält jetzt noch länger an, kann jedoch nicht mehr ausgelöst werden, um Bonusschaden zu verursachen. Dann nehmen wir das. Zack. Solus kriegt. Das hier. So.
Alle durchgeskillt. Okay, Leute. Wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge. Haut rein. Bis dann. Tschüss.